Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Schwert. Wir verfolgen ja immer noch, wie der heißen, Schwertfried und, nee, Schildfried und Schwert irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Die irgendwo rumgammeln und uns auf den Sack gehen. Das ist aber auch dann die letzte Mission, habe ich jetzt. Muss ich jetzt mit denen reden oder was geht jetzt ab? Keine Ahnung, was weiß ich, ey. Ah, da bist du jetzt so, das herrscht das reinste Chaos. Die Messwerte für Galar-Partikel in Tuffield haben sich gerade normalisiert. Jetzt schlagen die Detektoren in den Stadien von Kelton und Engine City wie verrückt aus. Erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Maßlos übertreiben, erzählen, was passiert ist. Was, ein dynamaximiertes Pokémon hat im Stadion gewütet? Diese beiden Clowns stecken dahinter? Oh, Sanya. Hallo, was machst du denn hier, Hop und Ness? Du bist ja auch da. Was bringt dich ins Tuffield-Stadion? Solltest du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger Arena-Leiter kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber egal jetzt, sind wir jetzt auch in einem anderen Stall Dynamax-Pokémon ausgetickt. Ganz genau, aus diesem anderen Städten reichen nicht ähnlich hohe Werte wie zuvor aus Tuffield. Könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge, in Spikeford scheint momentan noch alles im Lot zu sein. Bisher schlägt der Detektor nur für Kelton und Ancient City aus. Puh, verstehe. Wir können auf keinen Fall tatenlos rumstehen und Däumchen drehen, während diese Typen Waldos Pokémon zu dünner Maximierung zwingen. Sie ist doch auch so, oder sind sowas? Wir müssen beide aufhalten. Schon, aber dazu müssen wir erst einmal wissen, wo sie überhaupt stecken. Das Aufspüren der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugen berichte aus dem Internet abgleiche, sollte ich ihre Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Also mir die Recherche, Sonja, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Schale nach den beiden durchkämmen. Wenn ich durchkämmen höre, muss ich immer auf Spaceballs denken. Okay, da ist einer. Und noch irgendwo anders? Ach, da. Gehen wir erstmal nach Kelton. Es ist im Prinzip nichts weiter als dünner-maximierte Pokémon platt machen, bis wir dann zu den Deppen da. Und dann kommt halt der Fight gegen einen Zakian, oder wie er heißt. Dann können wir fangen. Und dann ist die Geschichte an der Stelle, wenn ich ehrlich bin, für mich durch. Haltet lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Ihr seid schon eine interessante Truppe. Hätte nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Das ist gerade wirklich relevant. Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir wirklich gut gebrauchen. Dieses Dynamax-Pokémon ist unfassbar stark. Packen wir es an. Ich muss ehrlich sein, das ist für mich jetzt bisher immer noch der coolste Charakter eigentlich im Spiel. Gut, der Ness ist auch nicht schlecht, ne? Der Roy ist irgendwie... Das ist fucking Garados, was soll da dran stark sein, Mann? Oh! Ja, man sollte halt nicht gerade... Warum steht meiner so weit hinten? Gehört er nicht dazu? Fucking Garados. Ja, müssen wir erstmal tauschen. Wie Elektro, Alter. Hau rein, Mann. Dynaflut. Oh, das trifft alle, oder? Es ist schon irgendwie mal ein Ness einer, der uns erstes auf die Fresse kriegt. Ja, es ist so unglaublich stark, dass es mit drei Attacken wahrscheinlich schon fast alles verliert. Sehr effektiv. Ich zeige euch, was effektiv ist. Stromstoß, Alter. Alter. Was ist jetzt los? Ah. Ja, das stimmt, würde ich auch machen können, ne? Ja, ist ja gut. Was mit einer Trommel auf die wird umfällt, bin ich kaputt. Siehst du, genau das meine ich. Er ist auch mir ein Opfer auf. Ja.
Okay, es ist zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wenn es uns hier in Kältenstadion und das Pokémon kommt, bis es sich wiederholt hat. Ach, noch was denn so? Solltest du jemals eine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Liga-Karte von Kate. Eine seltene. Sieht sich, vielen Dank noch, bla 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 bla. Die schaut so ernst, ich hab Angst vor der, die Bruder steht. Schau mal hin, Alter. Oh, oh mein Gott, sie beobachtet mich. Ja, ich mach dich platt, wenn du wieder in die Nähe kommst. Entschuldigung. Was mit der Liga-Karte? War der Liga-Karten? Wo krieg ich die nochmal? Liga-Karten? Da sind die Liga-Karten. Oh. War das auch eine seltene? Das ist die normale, glaube ich, ne? Wobei ich die eigentlich auch ziemlich cool fand. Also, I'm sexy, okay. Yeah. Achso, ja, stimmt, wir können ja eigentlich gleich weiter, ne? Nein. Hör jetzt auf. Entschuldigung. Diese Musik ist schon irgendwie schlimm. Wo waren hier eigentlich das Stadion da oben? Und jetzt. Yeah. Ich stell euch mal vor, das Ding ist außer Kontrolle und schmeißt dich einfach drüber. Ach stimmt, hier war der Feuerfuzzi, den hatte ich schon komplett vergessen. Sieh an, der Champ und Ness und Hopp hast du auch gleich mitgebracht. Oh, sie erinnern sich an mich, Kavo, das freut mich total. Aber klar doch. Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei der Euratnia-Challenge hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gebildetes Schwätzchen haben. Das hast du natürlich recht, die Lage im Stadion ist nämlich sehr ernst. Deswegen steht auch da und hält sein Handtuch. Und genau deshalb sind wir hier. Hervorragend, ich hatte mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich jetzt alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Na dann mal los. Weißt du, ich hau das Ding alleine weg. So ein Typ hat, keine Ahnung was, 4 oder 5 Pokémon? Ah, fuck. Kein Quirtle. Ah, shit. Warum muss es Quirtle sein? Quirtle ist scheiße. Der Typ hält zu viel aus. Der hat eine Wolke über einer Wolke. Quirtle ist so stark, es hat mehrere Wolken. Ja, ich muss gleich wieder wechseln. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, vorher zu wechseln, ne? Gary Doss. Los, Gary. Ich weiß, dass es gerade das heißt. Nur so zur Info, ne? Ja, ich hab's bedroht. Aha. Slap. Oh ja, das Knirscher hat dann richtig fertig gemacht, Kabu, Alter. Grüner Erdstoß. Der hat bloß mich angegriffen. Bye bye, boy. Warum? Wieso maximiert eigentlich der immer? Was soll der Käse? Was bist du, Mr. Dynamax oder was? Eieieiei. Dünerangriff. Das ist ein Dünerangriff. Hast du keinen Blattangriff oder irgend so ein Scheiß? Also, das stimmt, das ist ein Feuer-Pokémon. Hau dann weg, Alter. Ach, komm schon. Ich bin gerade irgendwie voll nutzlos. Warum zur Hölle greifst du mich an? Du bist 4 Viecher, Alter, und mich greifst du an. Naja, es bleibt mir noch viel übrig, wenn ich dran bin, oder? Oh, Dünerangriff. Sehr viel abziehen. Oh mein Gott. Es war fast besiegt. Komm jetzt gerade was trifft, Mann. Das Ding ist riesengroß. Was ist denn das jetzt? Ja, schau, der ist riesig. Den kannst du angreifen. Ah ja, Hyperstrahl. Das ist ja eh kaputt.
war voll nützlich in dem Kampf, kann das sein? Ey, ohne mich hätte ich den Kampf niemals gewonnen. Niemals. Und gerade noch mal ein großes Unglück verhindert. Probieren wir sie vor, aus dem Stall etwas holen. Wenn du mal Hilfe brauchst. Ich hoffe, der liegt jetzt nicht auch im Kleid dort. Ja, bla bla bla, Lückenkopf, ja viel Glück. Piep, piep, piep. Das ist diese. Ist das ein Smart Rotom, das da klingelt, Sensor aus? Wir haben ein Problem, die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was, Anja, also geht bei dir? Moment, dann nerven mich die zwei nur die Geruss damit, dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie in Schach halten, aber könnt ihr trotzdem schnell hier vorbeischauen? Ja, ja. Los, gehen wir zum Pokémon-Labor. Schon wieder stürzt er völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Naivität oder Mut ist. Nein, er ist einfach nur dumm. Pokémon-Labor, mir soll es recht sein. Ich ziehe das mit euch bis zum Ende durch. Ich mag ihn das. Warte mal, ich möchte erst vorher was machen. Nein. Ich lerne es wahrscheinlich nie. Und zwar, wir müssten jetzt ja eigentlich in Dingstar City in den verdammten Kampfturm können. Übrigens, das komische, ich habe mal nachgeschaut, dieses komische Tarnkappenbomber-Pokémon, was da der verdammt Wiederkaisen, der Delion hatte. Ach ne, das ist bloß das da, ne? Hey, wo ist der verdammte Kampfturm? Ich hab vergessen, ich weiß nicht, wo der Kampfturm ist. Da ist der Kampfturm. Sag doch das gleich, Mann. Warum sagt ihr mir das nicht? Hier, gib mir das verdammte Pokémon. Elektrodus aktiviert, das sollte die Stromrechnung reduzieren. Oh. Ich schätze, das klappt wohl erst, wenn Typ 0 sich entwickelt. Hallo Chaps, und das lass mich dir einmal ganz herzlich zu deinem Sieg gratulieren. Zu diesem Anlass möchte ich dir dieses seltene Pokémon Typ 0 schenken. Bäm, Alter. Modifikations-Pokémon. Gerüchte besagen, es sei in der Galar-Region mit Hilfe von gestohlenen, streng geheimen Dokumenten komplett neu erschaffen worden. In mein Team. Ich würde gern wissen, auf was für ein Ding Typ 0 ist. Machen wir mal so. Gyarados. Du hältst mehrere Disc. Sag mir jetzt nicht, dass der auf 1 ist oder so. 50. Wow. Bericht. Käfer, Stahl, normal, normal. Ich habe mehrere Discs bekommen, ne? Nein! So, jetzt. Phantomkraft, Breitseite. Ich kann den Wasserangriff da, Whirlpool. Hä? Ich dachte, ich kann dem alles lernen. Bin ich überfragt. Hä? Ach, diese ganzen Discs habe ich bekommen. Ja, Wasserdisc. Geben. Den kann ich denn jetzt verdammte. Warum kann ich jetzt trotzdem kein Wasserdinger lernen? Soll der Käse? Mimi. Wir nehmen es jetzt trotzdem mal mit. Verdammt, Mann, ich dachte, der Typ nur wäre ein cooles Pokémon. Nämliche Penner, Alter, da hast du gar verdammten Wasserschwanz. Gesteinsfüße. Was sind das vorne? Käferfüße? Vogelschweifdinger? Ach, keine Ahnung. Karte. Na gut, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Wo müssen wir hin? Ach so, ja, stimmt, zum dämlichen Labor, ne?
Brathbury. Nein. Ja, okay. Jetzt ist es auch zu spät. Ich weiß gar nicht, ob die mich nicht automatisch wieder geheilt haben, als das so war. Bam, 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 bam. So, ich glaube, die normale Pokémon sind ja bloß Kampfattacken stark. Glaube ich. Aus der Bahn, ihr Luschen! Das will ich mit so abgehalfterten Level 1 Pokémon, Mann. Oh Gott! Uha! Hey, ich bin's, der Champ! Schon mit dem Fahrrad ins Haus knallen. Hä? Ach Gott, bin ich doof, Alter. Ah, bin ich ja so dämlich. Ah. Ja, ich weiß, es ist mir schon wieder passiert. Hört auf, mich so anzuschauen. Meine Güte, das war doch hier. Meine Fresse. Uns können sie nichts vormachen, dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rose gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Und unser Gespür liegt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie dem schmutzigen Händen des Pöbels zu überlassen. Also her damit, wird's bald. Was hat die Tatsache, dass sie sich für berühmt halten, mit den Wunschsternen zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschsterne nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. Meine Güte, was sollen wir denn jetzt nur tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, dass wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn hier jemand etwas erdulden musste, dann wohl die beiden Professorinnen. Hopp! Ich werde nicht zulassen, dass ihr beide Pokémon gegen ihren Willen maximiert. Und die rostigen Schritt könnt ihr auch gleich wieder rüberwachsen lassen. Oha, oha. Wir waren uns so sicher, dass der Champ hier aufkreuzen würde. Jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat sozusagen vernichtende Niederlage uns bereits vergessen und möchte erneut in den grünen Boden gestampft werden. Ja, ich... Hey, lass dich da nicht von diesen zwei Clowns unterbuddern. Ganz meine Meinung. Eine Niederlage darf dich nicht so aus dem Ruder auf der Bahn werfen. Okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, ist es so, dass du hast recht. Dann lass uns diese Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wagst es, Pappnasen zu nennen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder. Ein Affront. Dass der Tag kommen wird, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unseres noblen Geschlechts dürfen wir diese Schmach keinesfalls erdulden. Diesmal haben wir unseren Kampf-Pokémon mitgebracht. Dieses Kräftemessen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. Oh, wir kämpfen zusammen. Finde ich gut. Sind das dieselben wie das letzte Mal? Sie haben einen Freund. Sehr effektiv. Tschüss, Bronze Gong. Hau weg, Alter. Fußball ist geil. Bam. Oh, so kampferprobt, Mann. Oh, ich hab Angst. Bleib mal leveln, ey. Ich wundere, dass das Volley bei Risiko-Tackle über... Oh, oh. Ah. Scheiße. Legios. Pokémon Wechsel. Oder? Na komm, Alter, wir hauen da voll drauf. Sprungfeder. Ist bei beiden sehr effektiv. Machen wir Legios. Tschüss. Oh, wie macht er das nur? Greif doch nicht Legios an, den hau ich doch eh gleich weg. Wow. Oh, Aqua-Durchstoß. Oh, es ist keiner da. Blöd gelaufen, mein Freund. Ne? Hab jetzt lieber Lohaunan weg. Willst du mich verarschen? Wie kann die verfehlen?
Gott, wie kann denn so eine Attacke verfehlen? Kann man das mal jemandem verraten? Ich wusste nicht mal, dass man die verfehlen kann. Na gut. Machen wir doch den mal seit Blitzvieh weg. Zack, Stromstoß. Zack. Tja, und schon sind zwei von ihm und einer von, zwei von unserem Arsch. Elektrofeld. Das ist so ein Feldding. Welche von Elektroattacken? Minus 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, am Einschlafen. Ja, besser als Ladevorgang, hätte ich mal gesagt. Sturzflug. Sehr gut, alter Hopp, du taugst ja richtig was. Kann es sein, dass der Hopp eigentlich nur Angriffe hat, die von uns selbst schaden? Was für Ding? Ach ja, der da. Käfer sind doch... Ja, ist nur effektiv, aber passt schon. Hau drauf, Mann. Gangwechsel. Initiative steigt stark. Initiative sinkt. Nachtteam. Oh, war wohl nicht so effektiv, mein Freund. Und hau drauf. Ach, komm schon, das ist doch jetzt nicht... Oh, scheiße, das Ding kann Stromangriffe. Ja, ist wurscht. Machen wir es doch mal lustig. Ein Hühner los. Wartrom. Tja. Flammenwurf. Beide? Hab ich irgendwas, was beide erwischt? Nee. Giftstreich, wirkungslos, Flammenwurf. Na nee, komm, hau mal klicki die Klack weg. Ah. Haben die Nervensäge. Oh geil, jetzt sind sie beide mit Flammenwurf gleich im Arsch. Tja, blöd gelaufen. Ich würde halt nicht nur Sachen, Viecher einsetzen, die wohl mit Stahl zu tun haben und Käfer. Achso, jetzt habe ich wieder die Initiative wieder. Wie denn seine scheiß Haare wehen, Alter. Das macht er wahrscheinlich jedes Mal wieder diesen Schild. Ja, dachte ich mir. Ach ja. Gut, dass er nichts kann. Machen wir das jetzt weiter, bis er kein Schutzschild mehr kann? Aha. Max. Was? Bye bye.
Wow, war voll easy, Mann. Das war noch schlechter als vorher. Bruder, eine äußerst unglückliche Situation. Wenn du dich in das muss ein Irrtum sein, findest du nicht? Ach ja. Geht doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiß unseres Angesichts trainiert. Pau, euer kleiner Erfolg ist euch gegönnt, jedoch muss ich betonen, dass ihr zwei von euch gebraucht habt, um das Wasser zu erreichen. Euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr jetzt tatsächlich den rostigen Schild zurückgeben, damit aufhören, Pokémon zu dünner maximieren zu zwingen? Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Die gehört zu denen. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war Ihre Inflation des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben wir Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Oh, fuck you. Moment, was passiert hier gerade? Das können Sie doch nicht tun. Man hat uns hintergangen. Hahaha, die Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später ohne Zucker trinken kann. Der Kampf eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung. Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokéball auch in der Hand hattet. Das reinste Kinderspiel. In diesem Sinne, Ade. Bleib gefälligst hier. Warum haben sie das getan? Tut mir leid, Professor Sanya. Sie haben mich also von Anfang an belogen. Mir blieb keine andere Wahl, nur so konnten wir unseren Plan in die Taten umsetzen. Es zum Wohle unserer königlichen Blutlinie. Könnt ihr jetzt auch dazu? Mit viel Sorgfalt. Mich interessieren jetzt die Pflanzen. Mir egal, ich geh jetzt die Leute platt machen.